Heute machen wir einen kleinen Auszug von die Steyr Puch 500, 650, 700er Vergaser. Alles, was das Puchwerk damals verbaut hat, von 57 bis 68 oder 72. So, das ist der erste Vergaser, der Solex 28 VFIS. Das ist ein ganz seltener Vergaser, der ist nur erste Serie gewesen. Dann hat es gegeben, den was am meisten war, der 28er, war bei den 500er der Standardvergaser, der Weber. Dann ist gekommen, den hat es aber nur beim DL gegeben. Das ist der Solex 32 PCI. Und da muss man aufpassen, da gibt es in der Mitte einen Düsenstock. Bitte nicht rausnehmen, weil wenn man den rausnimmt, reißt meistens unterhalb das Aluminium. Es gibt fast keine mehr, die was noch einen Düsenstock drinnen haben, weil jeder schon probiert hat. Der war nur beim DL drinnen, serienmäßig von 1959 bis 61. Dann ist der Weber gekommen. Da gibt es verschiedenste Modelle von ICS 1, 3, 6, 9, 10. Das ist jetzt gerade ein ICS 1. Und der ICS 9 ist vom 126 Buch, den habe ich am liebsten. Von die Weber Vergaser ist er 32 ICS. Der ist unkompliziert, der nach 30, 40 Jahren wird einmal der Schwimmer undicht. Aber sonst hat man da nicht viel Probleme. Oder mal das Achsel, dass man es wechselt. Und jetzt kommt einer, der ist vom Buch 500S oder auch bei der Kombi war er drauf, der 40 PID. Der ist ein guter Vergaser, wenn er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert und irgendwelche Bypassbohrungen zu sind, dann kann er ganz schön hunzen. Dann nervt's. Und den Zenit, den haben wir eh schon besprochen, das ist der häufigste, der was dann auf die Haflinger und auf die Erst drauf war. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Auszug aus den Alternativen. Das ist ein Weber 36 DCNF. Den hat man gerne genommen statt dem Zenit. Ist halt mehr 36er statt ein 32er und der ist auch cool gelagert. Kriegt die Ersatzteile sehr leicht. Und was man auch verwendet hat, das ist vom VW den Solex vergasert. Den BDSI. Der ist billig gewesen, den hat man übrig gekriegt auf dem Schrottplatz. Den haben sie als Alternative, billigst, für ein Buch genommen. Oder auch den vom 700er BMW. Der 34er war das. Doch, das